Kapitel 10 – Der Weg der Rosen. Nachdem sie sich allein durch die Gassen der Stadt gekämpft hat, in der Kriegsrecht gilt, hat Amicia die Universität betreten. Sie nähert sich dem Sanguimis Eternia, dem geheimnisvollen Buch, das Hugo über die erste Schwelle einen... Ey! Manno! Wer soll denn so schnell lesen können? Na gut. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Plague Tale Innocence. Und, wie gerade schon gesagt, wir sind in der Universität, aber das sieht gar nicht so sonderlich sortiert aus hier alles, ehrlich gesagt. Jetzt hoffe ich nur, dass wir unser Buch, das was wir dringend brauchen, um Hugo zu retten, auch finden. Denn wenn das hier unter dem ganzen Haufen irgendwo mit drinnen liegt, unsortiert, na dann Halleluja. Na guck, da haben wir schon mal ein bisschen Stoff, das ist auch gut. Gebt mir Stoff. Okay, ich habe im letzten Part ja gesagt, ich möchte nachgucken, jetzt ist natürlich immer die Frage, wo es lang geht. Das sieht so aus, als würde es, na, wobei, warte, da liegt was rum, ja, ich weiß nicht, doch, das sieht so aus, als würde es da weitergehen, dann gucke ich jetzt erstmal hier, was hier ist. Okay, ja, perfekt. Ich habe im letzten Part gesagt, ich will nachgucken, was die Inquisition eigentlich genau ist, weil ich habe da ja irgendwie... bisschen Probleme gehabt, das mit den Engländern auseinanderzuhalten und so weiter, was die Inquisition jetzt eigentlich will und so. Und ich habe es nachgeguckt, die Inquisition im Mittelalter, gerade so um die Zeit, wo das Spiel hier spielt, wurde die eigentlich so ins Leben gerufen, ein bisschen vorher. Okay. Und sie war ein Instrument der Kirche und wurde einfach verwendet, um Ketzer aufzuspüren und entsprechend auch zu bestrafen. Also einfach Leute, die einen gesagt haben, nee, katholische Kirche und so weiter, nicht so meins. Alles Blödsinn. Zum Beispiel Leute wie Galileo Galilei oder so haben zum Beispiel Probleme mit der Inquisition gehabt. Weil die eben gesagt haben, nee, lass mal nicht machen, ist irgendwie Schwachsinn. Das ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Fuck. Das ist echt alles komplett kreuz und quer hier. Ja, super. Ja, und damit hat die Kirche eben in dieser Zeit ein großes Problem gehabt mit so vielen Ketzern. Das war das erste Mal ein großes Problem für die Kirche geworden, dass es tatsächlich auch ihre Machtposition halt bedroht hat, weil die Leute dann auch gesagt haben, so, nee, diesen ganzen Könige-Scheißdreck, das war immer von der, was ja von der Kirche immer legitimiert war, so, ne, mit dem Recht Gottes regierst du so eine Scheiße halt, ne, haben die Leute auch gesagt, so, nee, das akzeptieren wir nicht mehr. Ja, das sind Rosen, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, Weg der Rosen, ja, mhm. Und deswegen wurde eben dann die Inquisition erschaffen, sozusagen. Fuck. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Die suchen selber das Buch. Persönlich, um uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Okay. Interessant. Ja, auf jeden Fall war die Inquisition dann sozusagen Richter, Ankläger, Henker, alles gleichzeitig. Also die haben die Leute im Extremfall auf den Scheiterhaufen geschickt oder eingeknastet oder wie auch immer. Die haben selber Nachforschungen angestellt, haben nach belastenden Beweisen oder ähnlichem gesucht und haben eben auch die Leute vor Gericht gezerrt. War also sozusagen einfach mal alles in allem Scheiße. So, Kollege, du gehst mal. Tut mir sorry, kann ich eigentlich dein Schwert mitnehmen? Das wäre irgendwie ziemlich cool. Nee, kann ich nicht, schade auch. Ja, also. So viel zum kleinen Geschichtsausflug. Die Engländer sind einfach nur, die haben mit der Inquisition eigentlich gar nicht so viel am Hut. Die wollen halt einfach irgendwie Frankreich. Ich glaube, die haben mit der Inquisition eigentlich gar nichts zu tun. Habe ich jetzt aber zugegebenermaßen noch explizit nicht weiter nachgeguckt. Das heißt, vielleicht sollte ich mich da auch mal informieren. Vielleicht sollte ich mal nachgucken, was die Engländer eigentlich zu dieser Zeit in Frankreich wollten, ne? Was jetzt aber halt immer noch die Frage aufwirft, was zum Teufel will die Inquisition von uns? Also, ich meine, sind wir irgendwie als Ketzer bekannt oder unsere Familie? Nicht, dass ich wüsste. Deswegen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, Amicia konnte ja sogar benennen, was ein Rosenkranz und so weiter ist. Das ist ja auch eher so ein kirchliches Krimskrams, ne? Also, würde ich schon sagen, dass wir da eher in die Richtung auch gebildet sind. Keine Ahnung. Ganz seltsam irgendwie. Und was wollen sie halt speziell von Hugo? Ist das irgendwie... Und dann arbeiten sie auch noch mit den Engländern zusammen? Tja. Keine Ahnung, Leute. So, wir müssen ein bisschen schwefellos werden. Aber wir haben eigentlich von allem genug.
Tja. Muss man davon noch ein bisschen mehr machen. Das macht zwar keinen Schwefel weg, aber wenigstens Alkohol. Wir könnten Odoris herstellen. Ja, lass mal Odoris herstellen. So, zack. Dann können wir den Schwefel da mitnehmen. Okay. Odoris ist eh eine coole Sache auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir hier weiter. Nicht so laut, da ist noch einer. Einer ist da unten noch. Ah, deswegen haben die die Alkohol geholt. Haben die Alkohol, die Bücher. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges. Das ist unser Buch, oder? Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn. Das suchen wir. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem. Das mit Buch, rotem Ein. Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Aha. Auch danach. Ich muss mich beeilen. Scheiße, wenn die es vor uns finden, haben wir ein Problem. Aber warum suchen die das? Doch, ich glaube wirklich, dass der Großinquisitor wahrscheinlich ein ähnliches Problem hat wie Hugo. Deswegen suchen sie Hugo und deswegen suchen sie auch das Buch. Und deswegen ist der Kerl auch hier. Hier, wo all die Bücher sind halt. Klar. Aber die wissen scheinbar nicht, dass sie dem Weg der Rosen folgen sollten. Kann ich den Alchemist da hinten umlegen? Weil der ist gefährlich. Ja, kann ich. Oder war das eine Peitsche? Ups. Das war jetzt nicht so smart. Fuck! Ich hab den falschen Kram ausgewählt gehabt. So, runter damit. Hä? Oh, das funktioniert nicht. Du hältst das Maul. Ah, doch, hat funktioniert, okay. Nein! Och Mann! Nur weil sie nicht anvisiert hat. Scheiße. Ja, ich hatte Odoris ausgewählt. Das war jetzt mein Fehler. Sorry, Leute. Das war dumm. Das war sau. Ja, jetzt habe ich es nicht ausgewählt, oder was? Hä? Warum hatte ich gerade Odoris ausgewählt? Also, einen Alchemist umzulegen ist schon mal wichtig. So. Kommt ihr zu mir? Ja, kommt er. Dann gebe ich dir direkt die Vorantes. Und danach. Den Stein. Jawoll. Awesome. Wenn der Alchemist weg ist, ist es nämlich schon mal gut. Dann haben die mich eigentlich keine Chance mehr, mit diesem Buch irgendwas anzufangen. Weil, so wie man das gerade verstanden hat, ist ja der Alchemist offensichtlich der Einzige gewesen, der hier Bücher lesen kann und so weiter. Deswegen ist der hier. Demnach hilft denen das jetzt überhaupt nichts mehr. Selbst wenn die das Buch jetzt vor mir finden sollten, können die damit nichts mehr anfangen. Das ist schon mal sehr wichtig. Alkohol. Zu viel Stuff, Mensch. Scheiße. Ich kann auch nichts irgendwie aufrüsten, weil ich kein Werkzeug habe. Müsste mich mal umschauen, ob ich Werkzeug finde. Das wäre cool. In so einer Universität könntest du doch vielleicht auch Werkzeug haben. So, Weg der Rosen. Wir müssen den Rosen folgen. Da, rechts lang. Okay. Ich möchte trotzdem kurz gucken, ob man hier durchkommt. Nein? Okay. Naja, das heißt merkwürdig. Ich bin erstmal froh drum. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Ja, ja. Hab's schon auf dem Schirm. So, der da vorne hat einen Helm an, der da hat einen Helm an. Die haben alle einen Helm an. Scheiße. Ich sag's dir. Oh, wir haben keinen Somnum. Ah, oh, der redet nicht mehr mit dir. Keine Sorge. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Wieder so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir. Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Macht nichts. Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Die haben mehrere von den Alchemisten. Ich höre doch Ratten. Ah, da sind sie. Ah. Okay. Das nehmen wir mit, das ist wie Sanguis. Und dann würde ich ganz gerne. Ah, da vorne ist aber Licht, oder? Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Na los, haut ja schon ab. Verschwindet. Kommen die Ratten raus? Ja, aber sie gehen nicht zu den Wachen, oder? Weil da zu viel Licht ist. Ich glaube auch nicht, dass ich sie mit Modoris dahin locken kann. Also die Ratten machen ja so einen Lärm und das bockt die hier überhaupt nicht, ne? Stark. Ja, wobei doch, da ist gar nicht so viel Licht. Das müsste gehen. Okay, warte mal. Catch dies. Yes! Und die andere kommt auch, ist der blöd! Ernsthaft? Hallo Ratten, könnt ihr die bitte nehmen? Der steht da mitten bei euch, oder nicht? Oder ist denen da noch zu viel Licht? Ja,
Er läuft darüber. Er läuft echt hier rüber. Komm schon. Ratten. Ratten? Hallo, Ratten. Nein. Muss ich den jetzt echt... Ah, aber kann sagen, muss ich den jetzt echt noch Odorus geben? Aber nein, muss ich nicht. Ganz entspannt. So, und jetzt würde ich ganz... Nee. Zu riskant. Machen wir nicht. So, stellen direkt nochmal Odorus her und dann nehmen wir nämlich das noch mit. Ach, was? Warte mal, wo ist denn da drinnen noch? Ein Gänseblüm. Du bist auch weit von zu Hause weg, nicht wahr? Bring mir Glück. Wir tun das für Hugo. Auf jeden Fall. Hey, cool. Jetzt aber schnell wieder hier raus, bevor die Ratten zurückkommen. Das wäre ein bisschen kritisch. So. Jetzt möchte ich mir kurz das Licht bitte wieder stellen. Nicht, dass die Ratten gleich auf die Idee kommen, dass man eigentlich aufhören könnte zu fressen. Das wäre ein bisschen uncool. So, dann bin ich nämlich zumindest hier mal sicher. Kann ich jetzt an denen vorbeilaufen oder machen die mir dann Stress? Nee, ich kann an denen vorbeilaufen. Ja, awesome. Richtig gut gemacht. Ein Schwefel noch mitnehmen, dies, das. Alter Vater. Wird es am Ende alles bedecken? Vor allem, warum? Es lebt scheinbar, es bewegt sich. Ekelhaft. Ich bin auch der Meinung, man sollte diesen ganzen Scheiß einfach anzünden. Wie gesagt, es ist ja in irgendeiner Form organisch, es müsste brennen. Ich meine, klar, es ist wahrscheinlich ziemlich feucht und so weiter, aber das sollte mehr oder minder egal sein, wenn man genug Feuer da drauf kippt. Also irgendwann brennt das schon. Ich meine, auch ein grüner Wald brennt irgendwann. Also... Oh, da scheint noch jemand drin zu sein bei den Rosen. Das ist schlecht, weil da muss unser Buch sein. Na los, beweg dich, Schmied. Oh, Scheiße. Hier wartet Arbeit auf dich. Schmied? Vitalis muss echt verzweifelt sein, wenn er sich dazu herablässt, solche Bettler einzufangen. Oh. Okay. Tja, vielleicht öffnen sie ja endlich diese Tür. Fuck. Ich komme nicht vorbei. Zu viele Wachen. Allerdings, haben wir hier Ratten? Wie viel Kraft es braucht, ja, da hinten. Was das wohl mit deinem Arm anstellen können die hierher? Nee, ich glaube nicht. Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Mhm. Okay, jetzt ist die Frage. Da hinten ist Licht da rechts. Ich weiß nicht, ob ich da rechts durch kann, ob das ein Durchgang ist. Nee, das ist nur so eine Feuerstelle oder sowas in der Art, glaube ich. Okay. Ich würde die einmal ablenken gerade. Schnalzen, oder? Shit. Ich Depp hätte vielleicht nicht die Schleuder benutzen sollen. Scheiße, Mann. Ich hätte definitiv nicht die Schleuder benutzen sollen. Nichts zu sehen. Verstanden. Okay, dreh dich um und lauf zurück. Das könnte mir auch reichen vielleicht, weiß ich nicht. Reicht mir. Weil eigentlich wollte ich nämlich nur hier rüber. Okay. Ich glaube, jetzt lässt er sich aber damit halt nicht mehr nochmal ablenken, oder? Schon wieder? Moment. Doch, ich werde mal kurz tun sie. Pass auf dich auf. Und ja, ich kann da hinten durchgehen. Das ist in Ordnung. Wundervoll. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Okay. Da schon ist eine Feuerstelle. Oh. Ah ne, das sind die anderen beiden von da hinten. Die interessieren nicht. Da sind noch ein paar Steine, das ist wichtig. Ja, okay. Und da haben wir ein paar Ratten jetzt. Aha, gucken, jetzt können wir denen das Licht ausmachen. So, und dann können die Ratten darüber laufen. Nur die Frage, tun sie das auch? Nee, die haben das nicht auf dem Schirm, dass sie jetzt darüber können. Vielleicht baller ich denen mal kurz einen Odorus darüber. Aber andererseits muss ich die ausschalten? Eigentlich nicht unbedingt, ne? Aber ehrlich gesagt, bevor die mir nachher dazwischen kommen... Mach ich es doch lieber. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Ach genau, ich muss die Ratten eh loswerden. Ah ja, perfekt. Dann machen wir das doch so. Da. Jawohl. Und weg sind die Ratten. Weißt du was, jetzt machen wir wieder dicht, damit die nicht wiederkommen. So. Awesome. Können zwar theoretisch noch von hinten kommen, glaube ich. Aber dann kommen sie trotzdem hier in der Mitte nicht vorbei, weil das Ding zu viel Licht macht. Ne, da hinten ist das Feuer. Stimmt, da kommen sie auch nicht durch. Ah ja, perfekt. Das ist doch super. Das läuft richtig gut. Okay, komm schon, da muss irgendwo unser Buch jetzt sein. Oh. Ich habe keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Stimmt allerdings. Okay, hier hinten ist jede Menge Stuff. Leder, oder?
Ja, das ist gut. Leder kann man immer gebrauchen. Leder gibt es auch nicht so viel, ne? Leder ist so das Seltenste. Okay. Da hinten ist mir zu dunkel. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das ist eine Werkbank. Oh, da ist da bestimmt auch Werkzeug. Das ist doch super. Komm schon, hier muss irgendwo Werkzeug sein. Ja, nice. Ein bisschen Stoff. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwas aufrüsten kann. Irgendwas Gutes. Mehr Geschosse. Ich hätte lieber eine größere Tasche, ehrlich gesagt. Oder dafür fehlen uns genau zwei Stofffetzen. Okay. Die Sache ist, wir können ja jetzt auch alles einfach erstmal aufheben, weil wir ja auch keine Werkbank mehr brauchen zum Aufrüsten. Das ist das Schöne. So, hierfür fehlen uns auch ein paar Stofffetzen und, oh ja, und ein bisschen, was auch immer, das ist der Peter oder so, keine Ahnung. Ja, dann machen wir, warte mal, Werkzeuge, bla, ups, was kann man dann noch machen? Steuert Munitionsherstellung, schießt der Mieser einen Stein mit ihrer Schleuder, verliert das Ziel seinen Helm. Oh, crazy. Das hier wäre halt mega, ne? Vielleicht sollten wir erstmal darauf sparen. Weil dann brauchen wir halt kein Werkzeug mehr. Das wäre wirklich, das, ich glaube, das wäre wirklich klug. Wir sparen erstmal darauf vielleicht. Ja, lass mal machen. Dann machen wir erstmal nichts. Passt schon. Warte mal, was, wovon brauchen wir noch mehr? Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Wir brauchen, da. Nee, nicht da. Da. Wir brauchen mehr von diesem Pulverzeug und mehr Stoff. Das heißt, wir dürfen alles verbraten, außer das Pulverzeug und den Stoff. Gut, das Pulverzeug brauchen wir fürs Somnum und fürs Luminosa. Das heißt, die dürfen wir nicht so oft verwenden. Ah, und auch für das Devorantes dürfen wir also auch nicht verwenden. Okay, also die drei hier dürfen wir nicht verwenden, damit wir das Pulver sparen. Ups, das wollte ich nicht. Gut, alright, machen wir. Weil das wäre wirklich super. Okay, jetzt sind wir in der Hauptbibliothek scheinbar. Ach du Scheiße. Ah. Sie haben ihm das Blut abgezapft. Das hat man doch damals als Heilmethode gesehen, oder? Warte mal. Flößen Sie das jetzt dem Großinquisitor ein? Oh ja. Scheinbar. Neuigkeit. Über unseren jungen Hugo de Rune. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Warum ein Schmied? Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Ah. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Benevent. Es interessiert kein Schwein, wer du bist. Keine Ahnung, was ich erleiden musste. Interessiert sie, auch niemanden. Was ich ertrage. Für dich. Warum für ihn? Hä? Du tust doch nichts Gutes für uns. Das Episongus. Haben die ein Heilmittel gegen die Pest gefunden, weißt oder was? Junge. Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler bei seinem Vater. Schafft aha, die haben unseren Vater, oder unseren, seinen Vater getötet. Okay. Kann ich den umlegen? Ich meine, ich darf sie nicht verlieren. Wäre schon scheiße von so theoretisch, ne? Aber die Sache ist halt, sind doch noch welche, ja. Die Sache ist halt, ich könnte damit verhindern, dass sie die Tür aufkriegen, wenn ich den umlege. Sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Ja. Schach halten, solange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Noch mehr von euch. Ich glaube, euch auszuschalten ist keine schlechte Idee. Zack. Keiner hat hier verloren. Schnauze halten. Okay, so.
Jeder tote Alchemist für die Inquisition ist auf jeden Fall ein guter Alchemist für die Inquisition. Ah, da ist sogar ein bisschen Salpeter dabei. Das ist doch sehr schön. Ah, oh, scheiße! Wir können davon nur 7 tragen. Wir brauchen 13, oder? Achtzehn. Ah, fuck! Das heißt, ich müsste erstmal das hier erhöhen. Materialien. Mehr Materialien. Nee, warte, nee. Hier, mehr davon. Nee, Schwachsinn. Hier. Nee, hä? Irgendwo hatten wir doch, dass wir mehr alchemistischen Kram. Genau hier. Nee. Hä? Bin ich blöd? Wo war das denn? Oder war es doch das hier? Bei Materialien? Ich weiß nicht, zählt ihr es zu Materialien? Ja, wahrscheinlich. Egal, brauchen wir auch trotzdem Stoff. Naja, gut, okay, dann machen wir halt das als nächstes. Oh, hier ist sogar so viel Salpeter. Oh, wie ärgerlich. Och, Mensch. Das ist ja blöd. So ein Mist. Ich sollte hier vielleicht nicht so rumrennen, wenn da hinten noch die Inquisition rumchillt, ne? Okay. Oh, Jungs, ihr seid aber nicht besonders schnell. Ja. Und er wird sie öffnen. Scheint ja eine tolle Tür zu sein. Mit dem Ruhen kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad Ignem. Ad Lucem. Hä? Oh, das war nicht gut. Gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Da drüben ist Kram, aber da komme ich nicht hin, weil der eine Typ da im Weg rumsteht. Wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum erwarten. Alter, die Typen sind fett gepanzert. Holy shit. Okay, die Sache ist, wir können davon nicht, sollten davon nicht so viel zu verwenden, aber für den da drüben brauche ich das jetzt, glaube ich. Damit ich da rüber komme. Das ist jetzt halt Mist. Weil ich glaube, ablenken kann ich den hier mit nichts. Habe ich einen Topf? Oh, ich habe noch einen Topf. Oh, actually kann ich ihn dann ablenken. Bin mir noch nicht so sicher, ob das so smart ist, ob das ausreicht. Wir probieren das einfach mal. Das kam doch von da drüben. Ja, kam es. Ich weiß nur nicht genau, ob das jetzt so schlau ist. Wie seltsam. Ich muss hier rüber. Nichts zu berichten. Ja, perfekt, hat gereicht. Okay, war nicht schlecht. So, was haben wir da gefunden? Studie vom gehäuteten Menschen. Game of Thrones Vibes, Alter. Da Autopsien von der Kirche offiziell verboten sind, stecken Studien zum menschlichen Körper immer noch in den Kinderschuhen. Vom Ernst der Lage, tief erschrocken, verfasste Papst Clemens VI. Eine päpstliche Bulle, die es Ärzten erlaubte, die Körper der Toten zu öffnen, um die Pest besser verstehen und bekämpfen zu können. Leider folgten nur wenige Geistliche seinem Aufruf. Die meisten anatomischen Zeichnungen stammen daher aus Büchern des Orients. Interessant. Oh, und ich habe ein Problem. Hä? Hä? Fuck. Seltsam. Was? Moment. Was ist das? Okay, fuck it. Ich bin da mal weg. So. Oh, shit. Ja. Ich dachte, die anderen Idioten sind schon weiter. Ich wusste nicht, dass die wirklich auf mich warten. Ich dachte, die verpissen sich dann nach einer Zeit mal. Scheiße auch. Oh, fuck, Alter. Oh, wie seltsam. Okay. Und weißt du was? Jetzt gebe ich dir den da. Oh, warte mal. Kann ich diese Fackeln da runterschießen? Ich glaube nicht. So. Was zur Hölle war das? Das solltest du mal untersuchen, Kollege. Ah, toll. Das habe ich schon. Okay. Schnell das Leder mitgenommen. Und weg da. Jawohl. Sehr gut gemacht. Interessant ist nämlich, die nicht rumrennen hören. Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Der Typ ist sauschwer gepanzert, ne? Ich weiß nicht, ob bei dem das Somnium, ne, Devorantis überhaupt wirken würde. Ja, Somnium auch, keine Ahnung. Somnium wahrscheinlich schon. Aber Devorantis weiß ich nicht, ob das bei dem überhaupt wirken würde. Weil der ist so schwer gepanzert. Ob dem sein Helm dabei auch kaputt geht?
Keine Ahnung. Wir haben den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Schwere Rüstung, sag ich doch. Dein Mosaik interessiert uns einen Dreck. Öffne die verdammte Tür oder es ergeht dir wie deinem alten Herrn. Oh yes. Bam! Warte ich schon. Seit 2 Tagen. Ist er platt? Und du brauchst noch Hilfe. Aber danke. Gut. Kein Ding. Und jetzt mach die Tür auf. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung, das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre die Scheiße hier brennt ab. Oh, fuck. Eine sehr große Hilfe. Es wird ein bisschen dauern. Mach weiter, ich halte sie auf. Tu ich das? Von wo denn? Wie kommt der von hinten? Alter, hat mich das erschrocken. Wieso kommt der von hinten? Schwierig. Hä? Es muss doch einen Weg geben. Es gibt einen Weg. Da, catch this. Wieso kommt der von hinten? Wo kam denn der her? Crazy. Keine Ahnung, wer du bist, aber danke. Ja, gern geschehen, dies, das. Was ist das für eine Tür? Oh, Salpeter voll. So, von wo kam der? Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große auf. Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Von wo denn? Ich sehe niemanden. Dauern. Da hinten. Mach weiter. Ich halte sie auf. Da. Halt's mal. Okay. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Ich will dich ja nicht drängen, aber sie die kommen ja alle der Reihe nach. Ist dein Feuer ausgebrochen. Ja? Anscheinend. Ist das so? Ups, fuck. Fuck! Fuck! Oh Mann! Wieso lädt sie so lange nach? Ich dachte, wir hätten da mal was bekommen, dass es nicht so lange dauert. Kra, was war das denn, Alter? Es muss doch einen Weg geben. Nee, ernsthaft? Wieso hat sie gerade so lange gebraucht? Naja, so lange war ist es eigentlich gar nicht, ne? Hä, seltsam. Naja, gut, so schwer ist es jetzt echt nicht. Ich stelle mich hier gerade ein bisschen an. Keine Ahnung, warum es jetzt gerade nicht läuft. So, gib mir den ganzen Scheiß. Ich weiß nicht, ob es klug ist, hier so offen zu stehen. Sobald welche mit Fernkampfwaffen kommen, haben wir halt ein Problem. So. Oh, scheiße. Bruder! Kannst du zielen lernen? Fucking hell. Ich kotze. Ja, für schwere Rüstung gibt's immer einen Weg. Da, catch dies. Was ist da eigentlich explodiert? Ach, dieser Scheiß für den Ratten, oder? Ich sag doch, der Kack kann brennen. Ich sag's doch. Natürlich kann das brennen. Dann müsste man das einfach nur mal effektiv wegfackeln, den Scheiß. Ich meine, klar, wird wahrscheinlich die halbe Welt mit wegbrennen, weil der ganze Scheiß hier unterirdisch überall ist. Aber es wäre trotzdem für die Ratten, ne, effektiv. Weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Ja, jetzt mach auf die Scheiße. Eine sehr große Hilfe. So, weißt du was? Ich warte, bis die hier um die Ecke kommen, weil dann stehen sie nämlich quasi gerade vor mir. Genau, weil dann laufen sie nämlich gerade auf mich zu. Das machen sie sonst nicht, deswegen kann ich sie sonst nicht so gut treffen. Das ist das Problem. So. Zack. Ja. Anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen, Alter. Beste Aussage ever. So, hoffentlich kommt da keiner mit Helm. Denn darauf bin ich nicht vorbereitet. Ja, perfekt. Oh, warte. Das nehmen wir alles noch kurz mit. Ah, kein Platz mehr für Alkohol, kein Platz mehr für Steine. Doch, natürlich kommen wir hier weg. Ab geht's. Vielleicht hätten wir die Tür hinter uns wieder zumachen sollen, oder? Meinst du nicht, Kollege? Ne, sehe ich nicht ein, Kollegen. Gar keinen Bock. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Immer den Weg nach? Immer den Weg nach. Das ist keine Sackgasse. Achso, du meinst, falls wir in eine Sackgasse kommen? Ja. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Wir müssen erstmal das scheiß Buch finden und danach können wir weiterreden, okay? Okay, Tür ist eine gute Sache, ja. Wird das reichen? Nein. Also gut. Okay, können wir die Tasche erweitern? Nee, nur die Munitionstasche. Ah, scheiße, Mann. Roderick, ich brauche. Brauchen mehr Stoff. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten, bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ja, das heißt, du solltest doch auch wissen, dass es wichtig ist. Meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Ja, hoffentlich. Wart's nur ab. Auch ernsthaft? Gibt es hier massenweise. Ja, ich will aber nur ein bestimmtes Buch, Kollege.
Deine anderen Bücher kannst du behalten. Sind hier nur die verbotenen Bücher drin eingeschlossen? Oder wofür, oder wurde diese Tür wirklich nur für dieses eine besondere Buch gemacht? Ne, hier sind viele Bücher. Oh, da oben ist wieder ein Kronleuchter, den wir runterschießen könnten bei Bedarf. Noch eine Bibliothek. Vielleicht, unter weiß der ich Bibliothek? Nicht. Verbotene Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Also für alle Bücher. Ruines Itinerar hier sein. Krass. Ich weiß nur, dass es einen roten ja. Einband hat. Sieh mal, da oben. Da ist ein Wappen. Was? Wo? Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Ah, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Da haben wir einen Karren. Und da vorne können wir dann wahrscheinlich hoch. Alles klar. Dann machen wir mal den... Holen uns mal Sie den... steckt fest. Okay. Dann müssen wir diesen Scheiß da irgendwie hochkurbeln. Vielleicht diese Kannst Kurbel du mir hier. Ja. Ist das die hier? Interessant. Yes. Die Regale bilden einen Weg. Das ist unser Weg zum oh Buch. Gott. Kinderspiel. Ja, klar. Total. Okay, Kollege, halt das mal fest, bitte. Nein, du sollst halten. Bist du blöd? Kannst du mir zur Hand gehen? Schon gut, schon gut. Oh man. Oh, was macht die Kamera gerade? Hallo? Hey, Kamera. Oh. Okay, komm. So, kannst du es jetzt bitte festhalten? Ich kann dem keinen Befehl geben gerade. Wenn ich jetzt loslasse, dann lässt er auch los. Ich habe mich zu früh gefreut. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Rodrik? Zieh mal den da. Was macht das denn? Den da? Nee, das ist der falsche. Mach den also da drüben. Los. Sofort. Hä? Nee. Ah, oder warte. Warte, warte, warte. Kann der den hier alleine ziehen? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Nur weil er irgendwas von Gegengewicht gesagt hat, deswegen habe ich es nicht verstanden. Ja, okay. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Ja, ja, ist klar. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Arsch hat es nachgegeben. Du hast einfach keinen Bock mehr, es zu halten, du fauler Sack. Okay. Ja, ist nicht das Problem. Jetzt kommen wir hier hoch. Perfekt. Genau, aber erstmal würde ich ganz gerne gucken, wo es hier noch ist. Da geht es noch irgendwo hin. Igitt. Aha, das siehst du? Das ich lieber, wo es ist. Tue ich das? Was ist das denn? Die Fermentation dieses Suds aus mehr als 50 pflanzlichen, mineralischen und tierischen Zutaten dauert länger als ein Jahr, damit sie die Wirkung vollständig entfalten kann. Wird er gegen das große Böse angewendet, scheint er die Entwicklung der Pestbeulen zu beschleunigen, sodass die Infektion nach einem Einschnitt beseitigt werden kann. Was? Hä? Das beschleunigt die Infektion und dadurch kann sie beseitigt werden. Muss ich das jetzt verstehen? Oh, Werkzeug, krass. Hilft mir leider absolut nicht, weil ich verdammte Scheiße nochmal keinen Stoff finde. Das kann nicht sein, dass mir nur Stoff fehlt. Komm schon, zwei Stück Stoff. Das wird man hier doch irgendwo finden müssen. Das ist eine verdammte Universität, da wird es doch Stoff geben. Mann, ey. Ich könnte euch auch erstmal was anderes aufrüsten, schon klar. Aber übrigens, will ich eigentlich nicht. Ich heiße Amicia. Und Jupp. Du bist Rodrik, oder? Jupp. Eine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in naja, Auftrag? Ich hab deinen Namen gehört. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Aha. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha. Mönche, die das Sanguinis Itinerar bewachen. Ey, come on! Hä, warum habe ich jetzt einen Karren für einen Karren geholt? Ich hätte diesen. Hä? Soll ich. Nein, mein Bruder. Ich bin es ihm schuldig. Für all die Male, als ich nicht für ihn da war. Okay. Hilft ihm jetzt aber auch nicht, wenn du dich dafür selber kaputt machst. Jetzt kurbel mal an dem Scheiß dann und möchte mal sehen, was passiert. Okay. Ah. Aha. Ich weiß, was wir machen müssen. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Oder weiß ich's? Ich dachte, ich weiß es. Aber... Actually... Weil wir könnten diesen anderen Karren jetzt da unter eins von diesen Dingern drunter schieben, ne Leute? Dann würde es nicht mehr hochkommen, nicht mehr runtergehen. Oh, das dauert ja ewig, bis ich da bin. Alter. Aber...
dann komme ich ja auch den anderen nicht mehr vorbei, weil ich muss halt irgendwie zu diesem blöden Buch. Und das ist ja ein Rundweg. Aber die eine Seite ist leider zerstört, deswegen muss ich über die andere gehen, also die hier, die so verstellbar ist. Weil wenn ich jetzt halt diesen Kasten da drunter schiebe. Ja gut, dann muss der Schmiedfutzi den halt rausholen, ne? Das sollte er gebacken kriegen, oder? Nee, warte, kann er nicht. Kann er nicht, weil irgendjemand muss den Hebel oben halten. Weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Oder sind die jetzt auf einer Höhe, wo ich drauf... Ah, die sind auf einer Höhe, wo ich jetzt vielleicht drüber klettern kann. Ja, 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 das kann sein. Okay, so, genau. Du machst bitte schon mal diesen Kurbelfutzi da. Den da. Dann kann ich nämlich gleich darüber. Ja, so sollte es gehen. So sollte es gehen. Dann können wir da drüber klettern einfach. So, auf hoch da. Genau, jetzt gehen wir nämlich hier drauf. So. Und dann sage ich ihm, lass den Scheiß. So, dann kann ich hier rüber. Zurück kann ich jetzt halt nicht, aber das macht ja nichts. Genau. Und das hier ist jetzt so auf einer Höhe, dass ich da drüber klettern kann, nehme ich an. Ja, perfekt. Wunderbar. Gib mir das Buch. Fast geschafft. Ups. Wir sind schon zu lange hier. Ja, hast recht, aber lass mich das Buch bitte noch mitnehmen. Das war kein roter Einband, das ist ein brauner Einband mit roten Tupfern. Na, wird schon passen. Ich hab's. Ich kann's einfach nicht glauben. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Oh, fuck. Fuck. Und den Dicken haben sie auch gleich dabei. Okay, wir könnten drohen, das Buch zu verbrennen. Ich kenne dich, Amicia de Hoon. Warum kennst du mich? Wir beobachten deine Familie schon seit einiger Zeit und warten, dass die Makula im Blut deines Bruders erwacht. Warum? Man könnte sagen, ich habe dich aufwachsen sehen. Oh. Nein, wir haben keine Chance. Das sind nur zwei. Natürlich habe ich eine Chance. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten. Was willst du erreichen? Mit dem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Ja. Schnell, hier entlang. Wachen. Hm. Oh. Oh, lol. Doch eurem Blut entkommt ihr nicht. Nice Secret. Er hat mein Leben zerstört. Ich weiß, wie das ist. Also ich kenne ihn nicht, aber ja. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wird mal Zeit abzuhauen. Bisschen Stoff könnten wir unterwegs noch mitnehmen, oder? Ich meine, ne? Ich sag's ja nur. Guck mal, wir haben sogar genug Stoff gehabt, um uns das scheiß Buch auf den Rücken zu schnüren. Aber nicht genug Stoff, um die scheiß Tasche zu erweitern, oder was? Das wird die Hölle. Und wie ich bereit bin. Okay. Schnell aus diesen Korridoren raus. Wie recht du hast. Ab geht's. Lass einfach dieses komische Banner da oben mitnehmen oder so. Wir haben sie ganz schön aufgescheucht. Ruhe. Ja, klar. Ich darf nicht riskieren, das Buch zu verlieren. Kann ich die Schleuder benutzen? Ja, okay, nicht, dass es jetzt nachher heißt, so, nee, das Buch schränkt dich ein in der Bewegung. Da, nimm dieses Banner da oben mit. Dann könnten... Schwere Rüstung, wir sitzen fest. Er sieht in die andere Richtung. Ich erledige ihn. Bist du sicher? Und wie willst du das machen? Auf dein Zeichen. Hä, wie willst du das machen? Der hat so eine dicke Rüstung, den kannst du nicht mit der Hand ausschalten. Okay. Machst du das oft? Nein, aber langsam macht mir das Spaß. Okay. Ist ein Statement auf jeden Fall, ja. Danke. Ja, Salpeter. Salpeter, Salpeter, Salpeter. Ich habe gesagt, wir sollten... Oh, Alchemist-Archiv mit habe ich bekommen. Interessant. Ich habe gesagt, wir sollten nicht so viel von dem Scheiß verbrauchen, aber wenn es voll ist, ist voll, ne? Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte... Ich hab nicht geblickt, dass der in diese Richtung guckt. Na dann. Alter Shit. Okay. Wahrscheinlich wollte sie sagen, ich könnte ihn ablenken. Das sollten wir tun, auf jeden Fall, ja. Hä, der hat doch nicht in die Richtung geguckt, der hat in eine andere Richtung geguckt eigentlich. Okay, ganz seltsam. Egal, Stein. Gib ihm. So, ich hole mir kurz noch den Stuff, der hier ist. Okay, und dann kannst du den mal umlegen, bitte. Der ist für dich. Auf geht's. Du bist erledigt.
Aber beeil dich bitte. Danke. Krass, dass er die einfach so ausschalten kann, ne? Nicht wieder auf. Glaub mir. Ja, das habe ich gehört. Okay. Lukas, er sieht manchmal schlecht. Ist das so? Ein Lesestein. Okay. Nachdem jahrhundertelang gerätselt wurde, wie unser Auge funktioniert, kam es vermehrt zu wichtigen Erkenntnissen. Zunächst ging man davon aus, dass unser Auge Strahlen aussendet und Objekte um uns herum sichtbar macht. Doch schon bald fand man heraus, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der Zeit entwickelten sich Lösungen für Sehschwäche. Ein gutes Beispiel ist die Erfindung von ersten Brillen, die Weitsichtigkeit lindern konnten. Ja, alles ganz schön krass, wie sowas eigentlich irgendwie erfunden wurde, ne? Was man heutzutage so als alltäglich hat. Irgendwann musste ja irgendjemand mal auf diese Idee kommen. Absolut absurd eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Was hat der da noch bei sich? Alkohol. Kann ich alles nicht mehr verwenden, so eine Scheiße. Warte mal, da. Ich könnte ein bisschen Ignifer herstellen, so. Dann kann ich den Alkohol hier mitnehmen. Und da drüben waren, glaube ich, Steine mit drin, dann kann ich die auch mitnehmen. Nee, aber Salpeter. Okay, auch gut. Aber Stoff, Leute, ich brauche Stoff. Sagte jeder Drogenabhängige jemals. Jeder übernimmt einen Ordner. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist nur eine Frage des richtigen Moments. Auf dein Zeichen. Okay, das heißt, ich gebe dir das Zeichen, danach schalte ich dir mit der Schleuder aus, ja? Erledige ihn. Du wirst bezahlen. Jawoll. Awesome. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Salpeter und Alkohol. Okay. Das ist sozusagen ein gratis Devorantes. Nehmen wir mit. Ich brauche Stoff, Leute. Seil und... Was haben wir hier noch? Noch mehr Salpeter, oder? Yep. Ja, es hilft mir alles nicht, ne? Es hilft mir alles nicht. Nee, lass liegen. Bringt ja nichts. Oh, ist das der Ausgang? Nee, noch nicht, ne? Sagt, dass sie nach draußen führt. Sie doch! Nach draußen. Geil! Frische Luft. Ich rieche Feuer. Ja klar, wahrscheinlich, weil wir die scheiß Universität abgefackelt haben. Meine Güte. Oh, oh ja. Feuer. Haben wir. Ja, haben wir. Noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Auf jeden Fall. Oh, lol. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Eine Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Nice. Du kannst jetzt Extinguis herstellen. Löscht Feuer. Brauche aber auch Salpeter. Scheiße nochmal. Zack. Geil. Mega. Das ändert wirklich alles. Das Alkohol da drüben, das bringt uns eh nichts. Aber können wir da vorbei? Ja, kommen wir. Okay, das wird nichts. Leder. Okay, das können wir mitnehmen. Kann ich da nicht drüber? Wow, scheiße. Jetzt hoffe ich, dass ich auch wieder zurückkomme auf denselben Weg, ansonsten haben wir ein Problem. Dein Ernst? Junge, hör auf, in die Ratten reinzurennen. Bist du dumm? Ey. Also unsere Begleiter-KI ist echt nicht die hellste, ne? Hat sie schon im ersten Part bewiesen. Okay. Kollege, weißt du, was du hast? Du hast eine Fackel. Weißt du, was du nicht mehr hast? Feuer. Tschüssi. Gern geschehen. Gar kein Problem. Oh, nee, warte. Shit. Ah doch, passt. Evisanguis brauchen wir dafür. Ja, wunderbar. Salpeter haben wir auch wieder ein bisschen mehr. Ja, ist super. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der richtige Weg. Müssen wir das? Okay. Soll ich dir ein bisschen was? Nee, nee, eigentlich nicht. Alles in Ordnung? Ist noch irgendwer da drin? Leon, ich dachte, ich schaffe es. Das ist tja, tust du nicht. Wo bleibt nur unsere Verstärkung? Was zum Teufel treiben die bloß? Zwei Wachen. Okay. Müssen einen von ihnen aus dem Weg schaffen. Machen wir. Hast du das gehört? Welcher geht hin? Lass dich nicht überraschen. Ah, der Schmale, das ist doof. Nee, bringt nichts.
Warte, ich könnte es doch, ich kann das Feuer ausmachen. Niemand da! Hab's mir schon gedacht. Jemand führt uns an der Nase rum. Findet sie! Ich hab sie verloren. Sucht weiter. Halt dein Ernst? Das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass es von da drüben kam. Lol, for real? Amicia, die Helme. Ihr wart das. Diesmal entkommt ihr. Hä? Warum haben die mich jetzt plötzlich gesehen? Hä? What? Hier, schnappt sie! Ihr habt auch nichts gesehen. Okay, ich dachte schon, die sind komplett. Ja, so WTF, Mann. Okay, das war wieder eine sehr interessante Szene. Da hat die Gegner-KI wieder richtig Können bewiesen. Nee, Leute, aber ich bin gerade nicht sicher, wie man den vorbeikommen soll. Ich meine, ja, ich könnte dem natürlich. Ist noch irgendwer da drin? Ja, okay, komm, wir machen das so. Scheiße! Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ha! Was hat der gemacht, hä? Die haben sich überhaupt nicht bewegt, was ist da passiert? What the fuck? Oh Mann, wieso hat der das gemacht? Ach Mann, ich hab die scheiß Schleuder genommen, ich Idiot. Ich bin auch blöd, weißt du? Ich bin halt auch blöd, sorry, Mensch. Oh, warte mal. Ist noch irgendwer da drin? Hör auf mal auf die Schleuder zu verwenden, das ist dumm. So, die Arschgeige kommt hier rüber, dann legen wir die nämlich um. Ja, das ist viel klüger, was tue ich hier eigentlich für einen Blödsinn? Oh man, so, mach den kalt. So, zack, Problem gelöst. Und dann kriegst du nämlich jetzt den Topf. Kommst du bitte wieder her? Danke. So. Und dann da Topf. So, zack. Und dann schaltest du den bitte auch noch aus. Ja, komm, gib ihm. Zack. Okay, eigentlich nicht so schwierig. Oh! Okay, mit den Viechern hätten wir halt auch arbeiten können, ja. Wollte ich am Anfang auch. Ich habe ja extra das Feuer hier auswerfen wollen, aber irgendwie hat das nicht. Stoff! Ach was! Aber immer nur einer. Ich kotze. Müssen wir da jetzt echt rein? Wir Gott. Es ist jetzt schon so heiß. Das ist Scheiße, Alter. Vielleicht sollten wir uns mit diesem Scheiß einschmieren, den wir zum Feuer ausmachen haben. Vielleicht bringt das uns irgendwas. Was sollen wir tun? Gar nichts, nicht verbrennen. Oh, fuck. Oh Gott. Ja, nee, einfach da. Nee, du bleibst schön da. Ja, auf, geh rüber. Fuck. Warum? Nein! Bleib zurück! Warum bleibst du zurück? Ich könnte dir einfach helfen, du. Wow! Auf jetzt! Ja, nee. Komm schon, ja! Dann dürfte das letzte Buch sein, was aus der Universität noch existiert. Und damit ungleich nochmal viel wertvoller, ne? Huiuiuiuiuiuiui. Gut, das war Kapitel 10, der Weg der Rosen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit Kapitel 11, am Leben. Lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Bis dann und ciao.